meisten eins essen. Okay. Ja, also lieber den einen genießen und gut ist, als sich jemand in die Tasche lügen. Am Ende zählen nicht nur die Fettkalorien, sondern alle Kalorien. Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam. Dieser Mann nimmt hier an einem Forschungsprojekt teil, in dem es um Übergewicht und Risikofaktoren geht. Mehr als die Hälfte aller Deutschen ist übergewichtig. Woran liegt das? Nur am Fett? Ernährungswissenschaftler wollen erklären, wie man sich gesund ernähren und, wenn nötig, abnehmen kann. Andreas Pfeiffer ist Arzt und Ernährungswissenschaftler. Er hat Dutzende Studien analysiert. Mal heißt es weniger Fett, am besten nur 30%, dafür mehr Kohlenhydrate. Andere Studien behaupten das Gegenteil. Also mehr Fett, dafür weniger Kohlenhydrate. Was stimmt denn nun? Mit den fettreichen Diäten kann man das Gewicht offenbar genauso gut halten wie mit fettarmen Diäten, wenn man die einen neben der anderen vergleicht unter Studienbedingungen. Das heißt immer, dass eine Ernährungsberaterin mit dem Patienten redet und der eng betreut ist und sich dann auch so ein bisschen an die Anweisung hält. Unter normalen Lebensbedingungen ist eine fettreiche Ernährung eher mit einer Gewichtszunahme verbunden. Einfach weil die Energiedichte der Nahrung höher ist und man mehr Hunger hat, weil man einfach nicht so einen vollen Bauch hat, weil man halt wenig Volumen essen kann und trotzdem viele Kalorien aufnimmt durch das Fett. So, dann schauen wir einfach, wie sie sind. Für Patienten wie ihn ist das also ein Argument für fettarme Ernährung. Aber wer weniger Fett auf dem Teller hat, isst schnell zu viele Kohlenhydrate. Doch die werden in der Leber in Fett umgewandelt. Das Resultat? Mehr Gewicht und höhere Blutfette. 100,4 Kilo. Ein Dilemma. So dass wir heutzutage schon sagen würden, man kann sicherlich einen Teil dieser Kohlenhydrate austauschen, entweder gegen Protein oder gegen pflanzliches Fett. So, die Bütze setze ich auf, damit die Haare kein Volumen geben, ne? Okay. Und möglichst wie wenig, weil wir jetzt ihr Volumen messen wollen. Die Forscher hier wollen herausfinden, ob dickere Menschen wirklich schneller einen Herzinfarkt oder Schlaganfall bekommen. Wie groß das Risiko ist, hängt auch davon ab, wo das Fett sitzt. Vor allem das Fett am Bauch ist gefährlich. Mit diesem Gerät kann man sehr genau messen, wie groß der Anteil an Körperfett ist. Nach 3 Minuten in der Unterdruckkabine ist das Ergebnis da. Bei diesem Patienten liegt der Fettanteil bei 30%. Normal wären etwa 20%. Das ist die fettfreie Masse, Körperfett, sind 30,8%. Okay, da haben wir jetzt das Ergebnis von der Untersuchung. Sie wären jetzt schon in einem Bereich, wo man sagen würde, Sie haben zu viel. Muss was runter. Das sagt jetzt nicht unbedingt was aus über gesund oder nicht gesund. Also man kann übergewichtig sein und kann kein gesund sein. Das ist ungefähr ein Drittel der Männer, die Hälfte der Frauen. Da braucht man sich erstmal keine Sorgen machen. Na, gut, die anderen Aussagen, die kriegen Sie hier auch gleich mit. Ist also, wie ist der Fettstoffwechsel, wie ist der Blutdruck, wie ist der Zuckerstoffwechsel. Ja, wenn der okay ist, sagen wir, dann ist es jetzt nicht so ein Thema. Trotzdem ist das Risiko, wenn man älter wird, dass man Krankheiten kriegt, höher. Ist halt höher, dann, ja, okay. Ja. Und das modifizieren Sie jetzt in Ihrem Alter, ne? Denn, später wird es schwieriger, ja. Ja, später hat man nicht mehr so viel Einfluss drauf. Dann ist der Zug sozusagen schon beladen oder abgefahren. Ne? Und deshalb tatsächlich, man muss im mittleren Lebensalter, es bringt es viel, sich gesund zu verhalten. Wenn Sie gesund leben. Und, wenn Sie wie ein gesunder Körper mit Nahrung umgeht, ist individuell verschieden. Das Erbgut spielt hier eine große Rolle. Welche genau, darüber ist in der Wissenschaft noch wenig bekannt. Auch schlanke Menschen mit einem normalen Cholesterinspiegel können einen Herzinfarkt bekommen. Stimmt das? Aber er hat schon so schön, ne? 5 Kilo hat er schon abgenommen. Der wichtigste Marker für Herz- und Kreislauferkrankungen ist der Cholesterinwert im Blut. Doch dieser sagt nur zu etwa 30% etwas über dieses Risiko aus. Der Rest setzt sich aus anderen Faktoren zusammen. So dass also ganz verschiedene Aspekte da eine Rolle spielen und es durchaus für den einen und den anderen Menschen eigentlich unterschiedliche Ernährungsformen geben könnte, die halt jemand, der mit dem Cholesterin kein Problem hat, wird mit Fett auch weniger Problem haben. Der eine verträgt also mehr Fett, der andere weniger.
Bei dem einen produziert der Körper mehr Cholesterin und es passiert gar nichts. Ein anderer bekommt einen Herzinfarkt. Das Problem: Niemand kann sagen, wer betroffen sein könnte und wer nicht. Das muss noch erforscht werden. Und einen zu hohen Cholesterinspiegel spürt man nicht. Der lässt sich nur mit einer Laboranalyse messen. Was also ist dann eine gesunde Ernährung in Bezug auf Fett? Also die ungesättigten Fette sind ganz klar besser als die gesättigten Fette. Auch mit gesättigten Fetten kann man ganz schön alt werden. Ich meine, unsere Bevölkerung isst zum großen Teil Butter. Ja? Aber das Risiko für Erkrankungen ist höher. Und es ist natürlich auch die Frage, wie werde ich alt? Habe ich da einen Herzinfarkt oder Schlaganfall? Dann geht es mir viel schlechter, als wenn ich gesund, mobil bin und alles machen kann. Ja? Also von da, die Nachricht ist nach wie vor, also viel Fett ist nur dann gut, wenn es das richtige Fett ist. Und man kann sicherlich einen relativ hohen Anteil an Fetten essen, aber dann sollten es tatsächlich die pflanzlichen Fette sein. Sonst nimmt man das höhere Risiko in Kauf. Wenn man Glück hat, schlägt es nicht zu. Wenn man Pech hat, tut es das. Aber im Mittel wird davon ein erheblicher Teil der Menschen betroffen sein. Ich hätte gerne eine Portion Pommes frites mit Mayonnaise. Und ich eine Currywurst, bitte. Boah, die sehen aber gut aus. Ne? Ja, ja, schön ja. Knusprig und dünn. Und oder? Ordentlich Mayo. Ja, ja, das ist jetzt nicht so meins, aber wenn man das liebt. Also so mal sündigen kann man schon mal, ne? Ja klar, ich finde sogar, das gehört dazu. Entscheidend ist das Mal und ich finde es aber auch ganz wichtig, denn wenn man sich das immer verkneift, denkt man an nichts anderes. Ne? Für den einen ist es Schokolade, für den anderen Currywurst oder Pommes. Aber wenn man sich das mal gönnt und das dann auch genießt, und dann ist auch gut, dann hat man ja nicht gleich morgen früh wieder Lust da drauf. Mhm. Das Problem bei diesen frittierten Sachen ist halt, dass darin auch Transfette sein können. Das sind sozusagen die einzigen Fette, die wirklich gesundheitlich bedenklich sind. Die entstehen eben beim Erhitzen und wenn das Fett dann auch noch häufiger erhitzt wird. Und deswegen ist mal Pommes ist völlig in Ordnung und das soll man auch genießen. Aber wenn man eben von sowas lebt, dann hat man viel zu viel Transfette im Essen, also diese wirklich bedenklichen Fette. Und das kann dann auch gefährlich werden. Das kann also tatsächlich dann auch zu gesundheitsschädlich sein. Wer viele Transfette isst, belastet sein Herz. Transfette können in der Margarine stecken, die zum Frittieren und zum Backen benutzt wird. So kommen sie dann auch ins Plundergebäck, in Berliner oder in Croissants. 3,06 €. Ohne diese Margarineblöcke geht nichts in der Bäckerei. Bei der industriellen Härtung dieser Backmargarinen können Transfette entstehen. Das ist unser Siedefett. Da backen wir unsere Fettgebäcke drin, wie Berliner, Apfeltaschen, Quarkbällchen. Wir brauchen Fett, was im Lager hart bleibt. Sonst, wenn wir tatsächlich Temperaturen über 30 Grad haben, Außentemperaturen, dann läuft uns das Fett weg. Und das geht nicht. Also es muss hart bleiben. Und dafür muss es speziell behandelt sein. Zum Frittieren wird das gehärtete Fett dann wieder flüssig gemacht. Und so gelangen die Transfette in die Backwaren, wie diese Quarkbällchen. Oder eben auch in Pommes frites und Kartoffelchips. Wie gefährlich Transfette sein können, drang erst vor ein paar Jahren nach und nach an die Öffentlichkeit. Transfette sind doppelt schlecht, denn sie erhöhen das schlechte Cholesterin und senken das gute. Die Folge: Das Risiko einer Herzerkrankung steigt deutlich. Sonja würde gerne wissen, wie viele Transfette in unseren Lebensmitteln stecken. Universität Jena. Hier am Institut für Ernährungswissenschaften analysieren Forscher alle möglichen Produkte auf ihren Gehalt an Transfetten.
zum Beispiel Fettgebackenes wie diesen Berliner in einer beliebigen Bäckerei gekauft. Um festzustellen, wie viele Transfette darin stecken, ist ein aufwendiges chemisches Verfahren nötig. Vor 8 Jahren hat die Forschergruppe um Gerhard Jahreis ein paar hundert Lebensmittel untersucht und dabei Transfettanteile von bis zu 50% gefunden. 2011 wurde die Untersuchung wiederholt. Die gute Nachricht: Die meisten Produkte enthalten nur noch 5-10% Transfette. Die Industrie hat also andere Verfahren zur Härtung der Pflanzenöle entwickelt. Aber es gibt immer noch schwarze Schafe. Hohe Gehalte haben wir zum Beispiel im Popcorn gefunden, aber auch in frittierten Lebensmitteln sind teilweise noch relativ hohe Gehalte. Teilweise in Backwaren und vor allen Dingen in den Rohstoffen haben wir sehr hohe Gehalte gefunden, also in diesen Fetten, die für billige Backwaren angeboten werden im Großhandel. Dort haben wir also bis zu 30% Transfettsäuren noch gefunden. Die Analyse der Berliner geht weiter. Transfette können heute vor allem in Produkten stecken, die mit billigem Fett hergestellt wurden und so auch in Backwaren. Es kommt darauf an, welches Fett der Bäcker verwendet. Das Ergebnis für die untersuchten Berliner liegt vor. Ja, hier sehen wir das Fett und da sind etwa 10-20% davon Transfettsäuren. Das heißt, wenn wir ein Berliner essen, haben wir schon etwa die Menge von 2 Gramm Transfettsäuren erreicht. Das ist die Menge, die man möglichst nicht überschreiten sollte. In fast allen Bäckereien werden auch Ziehfette verarbeitet. Das sind Fettplatten, die so hart sind, dass sie fast von alleine stehen. Man kann sie wie Teig ausrollen und ziehen. Sie werden zum Beispiel für Plunderteig verwendet. Ja, jetzt sehen Sie hier die einzelnen Schichten in diesem Teigstück. Teig, Fett und so weiter, das zieht sich bis nach unten fort. Und nachher im Ofen löst sich das Fett auf und es setzt Sauerstoff frei, Gase frei. Und das macht das Hefegebäck richtig schön locker. Auch die Croissants werden mit Ziehfett gemacht. Wie viele Transfette stecken denn nun im Ziehfett? Ich weiß nicht, wie, in welcher Form es gehärtet wird und ob da überhaupt Transfettsäuren drin sind oder wie viel, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das macht der Hersteller nicht transparent. Viele Bäcker in Deutschland wissen nicht, wie viele Transfette sie in ihren Backwaren haben, weil es nirgends angegeben wird. Auf der Verpackung steht nichts darüber. Nachfrage beim Lieferanten. Bäckerei Rathjen aus Norderstedt. Guten Morgen. Können Sie mir Auskunft geben über Transfettsäuren? Also wir haben immer mehr Anfragen von Kunden, die fragen, was ist zum Beispiel, wie viele Transfettsäuren sind im Berliner, also sprich im Siedefett oder in unseren Franzbrötchen, also in der Ziehplatte. Können Sie mir da Daten sagen?